Moin zusammen, die Linke Niedersachsen wünscht euch einen kämpferischen 1. Mai. Wie jedes Jahr unterstützen wir diesen Tag tatkräftig. Leider können wir dieses Jahr nur bedingt auf die Straßen gehen. Dafür werden wir unsere Forderungen in den sozialen Medien deutlich machen. Denn wir wollen zeigen, wofür wir kämpfen. Nicht nur am 1. Mai, sondern Tag für Tag. Denn es gibt ziemlich viele Gründe, sich zu engagieren. Wofür setzt du dich ein? Ich kämpfe für eine gerechte Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen in der Pflege. Und dafür braucht es ein Gesundheitswesen in öffentlicher Hand und keine Krankenhäuser, die wie Fabriken geführt werden. Nur dann steht wieder der Mensch und nicht der Profit im Mittelpunkt. Wir dürfen nicht zulassen, dass durch die Corona-Krise die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinanderklafft. Wir brauchen Beschäftigungssicherung und wir brauchen ein deutlich höheres Kurzarbeitergeld von mindestens 90%. Weil wir keine Rechte geschenkt bekommen, sondern sie uns erkämpft haben. Löhne, Arbeitszeitverkürzung, unsere Renten, gemeinsam, weil die Grenzen zwischen oben und unten verlaufen, nicht zwischen den Nationen. Am 1. Mai sollen wir uns dafür einsetzen, dass jeder Mensch unter würdevollen Bedingungen leben kann. Jeder Mensch, der es möchte, soll einen Arbeitsplatz haben. Jeder Arbeitsplatz soll so gut entlohnt werden, dass man im Alter nicht arm wird, sondern auch ein würdevolles Leben führen kann. Jeder Arbeitsplatz soll auch gute Arbeitsbedingungen haben, ohne Stress, ohne Ängste, auch keine Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, sodass man das Gefühl hat, sich auch in der Arbeit verwirklichen zu können. Es ist wichtig für mich, am 1. Mai für höhere Löhne und für ein gerechteres Rentensystem zu demonstrieren, weil das System des Kapitalismus in den letzten Jahren sehr viel Ausbeutung hervorgebracht hat. Dagegen müssen wir kämpfen. Es ist wichtig, am 1. Mai zu demonstrieren, weil wir faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen für alle brauchen. Ich demonstriere am 1. Mai, weil ohne ein organisiertes Proletariat, und das heißt linke Parteien, aber auch vor allem Gewerkschaften mit Bewegungsfreiheit, auch eine bürgerliche Zivilisation die innere Balance verliert und implodiert. Es ist wichtig, am 1. Mai demonstrieren zu gehen und Präsenz zu zeigen, auch in Zeiten von Corona, weil faire Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit nicht an Bäumen wachsen. Der 1. Mai ist unser Tag, gemeinsam mit Betriebsräten und Vertrauensleuten für Arbeit und Gesundheitsschutz, insbesondere in Zeiten von Corona. Für sichere Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen. Ich kämpfe am 1. Mai für die Arbeitnehmerrechte der Hafenarbeiter. Denn Laschen ist Hafenarbeit und die gehört in eine Hafenverordnung. Am 1. Mai ist es wichtig, für ArbeiterInnenrechte einzutreten, damit es irgendwann egal ist, welche Hautfarbe, welches Geschlecht oder welche Religion du hast. Am 1. Mai ist es wichtig, für ArbeitnehmerInnenrechte zu demonstrieren, weil gerade in Krisenzeiten deutlich wird, wie schnell bereits erkämpfte Rechte ausgehöhlt werden können. Am 1. Mai ist es wichtig, für ArbeiterInnenrechte einzustehen, weil es in vielen Ausbildungsberufen immer noch eine so geringe Vergütung gibt, dass diese nicht zum Leben reicht. Ich will am 1. Mai demonstrieren, weil ich möchte, dass Mama und Papa für mich Zeit haben. Jedes Jahr wird der 1. Mai von rechten Parteien und Organisationen zum Verbreiten ihrer Hetzpropaganda missbraucht. Der 1. Mai ist somit nicht nur ein Tag, an dem für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter gekämpft wird, sondern auch ein Tag, an dem der Kampf gegen den Faschismus wichtig ist. Am 1. Mai ist es wichtig, für Arbeitnehmerinnenrechte zu demonstrieren, weil sich gerade jetzt in Zeiten von Corona zeigt, wo wir dringend bessere Löhne brauchen. Am 1. Mai würde ich dafür kämpfen, dass wir jetzt in der Krise solidarisch zusammenhalten und danach gemeinsam dafür kämpfen, dass eventuelle Eingriffe in Grund- und Arbeitsrechte wieder zurückgenommen werden. Ich setze mich dafür ein, dass das Besuchsrecht in Pflegeheimen und Krankenhäusern auch während der Corona-Krise sofort wiederhergestellt wird. Der 1. Mai ist ein Tag, an dem wir zusammen feiern und es ist ein Tag, an dem wir zusammen kämpfen für höhere Löhne, für mehr freie Zeit, für ein gutes Leben, für alle. Ich setze mich für bessere Bildung für alle ein und das geht nur mit demokratischen Schulen. Am 1. Mai 1886 erstreikten ArbeiterInnen in den USA den 8-Stunden-Tag. Heute geht dieser Kampf für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen weiter, in der Linken und in den Gewerkschaften des DGB. Macht mit! Ich bin am 1. Mai dabei, weil wir gerade jetzt zusammenstehen und den Arbeitgebern zeigen müssen, was wir von unseren Arbeitsbedingungen halten.